OnlyFans wäre eine Möglichkeit. Ja, okay, das Geld ist jetzt wirklich knapp und ich muss jetzt zu anderen Mitteln greifen, um Geld zu verdienen. Mein Karten ist gestern beim Einkaufen abgelehnt worden. Ich lege mein Karten so drauf beim Biller. Sie sagt, hat nicht funktioniert. Ich denke mir, wundert's die? Ich habe kein Geld auf der Karten. Wie soll das funktionieren? Ich habe kurz vergessen gehabt, dass da nichts mehr drauf ist. Und dann frage ich sie, kann ich bar zahlen? Mit dem Wissen, dass im Geldtaschenlad zu wenig ist. Das ist so wie, wenn der Lehrer sagt, ja, holst die Aufgaben aus und du schaust nur so in deinem Rucksack nach, aber du weißt, da ist eh nichts. Der Moment war das. Und dann habe ich sie fragen müssen, können wir was zurücklegen? Ich hab zu wenig mit. Sie so, was denn? Was willst du zurücklegen? Und ich so, den Grießpudding vielleicht. War voll der Aufwand, sie hat alles zurückgelegt, dann habe ich halt das bezahlt, was gegangen ist. Bin mit vollem Charme aus dem Villa aussehe. Geldnot bringt mir aber noch mehrere Probleme. Das nächste Problem befindet sich in der Küche. Ich habe jetzt natürlich ja zu wenig zu essen, weil meine Eltern sind Urlaub und die haben mir zwei Essensgeld gegeben, aber das habe ich anders investiert. Man kennt's. Ich kann halt meine Eltern anrufen und sagen, bitte managt das für mich, ich habe Hunger, aber ich würde es selber managen. Weil der Mike sagt immer, ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, das ist wieder so ein Moment, wo er das sagen wird. Und bevor er das sagen kann, kriege ich es selber auf die Reihe. Ist gemanagt, ich habe da Maiswaffeln und Bio-Mousse, Bio-Cashew-Mousse. Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist jetzt heute die nächsten drei Tage. Ich habe gerade Alexander Ederer getroffen, vielleicht kann der mir Geld geben. Alex, wie schauen wir aus? Du bist das Beste, was mir passiert ist. Voll gut. Danke, Alex, wir lieben dich. We do. Ich habe übrigens kein Geld mehr auf meinem Konto, weil ich die Kamera gekauft habe. Die Kamera, mit der ich filme. Und ich habe 700 Euro im Konto gehabt und 700 Euro für die Kamera ausgeben. Das ergibt null. Ich habe das Ganze auf TikTok gepostet. Die Reaktionen waren negativer als sonst. Deswegen, wir gönnen uns jetzt die Hate-Kommentare. Übrigens, kurzer Tipp an alle, die gerade mit Social Media anfangen oder irgendwie noch nicht so gut mit Hate umgehen können. Die meisten Leute sagen, lies es dir nicht durch. Also wenn es Hate ist und keine Kritik. Ich sag, geht's auf die Profile von den Personen. Man merkt dann einfach, was für Leute... Ruhe, ich drehe hier. Man merkt einfach, dass oft unzufriedene Leute einfach sehr böse sind. Es hat selten was mit einem selbst zu tun, wenn Leute böse sind. Ja, egal. Okay, das klären wir ein anderes Mal. Jetzt rein da, rein in die Hate-Kommentare. Sparen? Wie jeder Mensch, wenn er was will. Ah, schaut her. Okay, ich sag's jetzt so, wie es ist. Im Leben sollte man sparen. Ganz ehrlich, Geld hat ja nur Wert, wenn man es ausgibt. Wenn die 700 Euro auf meinem Konto liegen und ich denke mir die ganze Zeit, das muss ich sparen für einen Moment, wenn ich es brauche, dann lebe ich mein Leben nicht. Okay, merkt euch nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, das war eine blöde Aussage. Aber das ist halt mein Lifestyle. Das ist so, wie ich lebe und ich lebe gut. Mir geht's gut. Da war ich noch. Und ein paar Leute haben gemeint, ja, Geld von Mama und Papa. Na, das ist mein eigenes Geld. Und deswegen kann ich das ja so verschwenden. Es ist keine Verschwendung, es ist eine Investition. YouTube ist mein nächstes Ding, ich merke schon. Fühli. Hat zwar nichts mit der Kamera zu tun, aber würde deine Videos gern schauen. Aber dieser Dialekt, Digga. Das ist kein Hate, das ist okay. Ich kann nicht Hochdeutsch reden. Ich bekomme eine neue Persönlichkeit, die mir nicht gefällt. Deswegen bleibe ich bei dem. Sorry. Wärst du Schweizerin, wäre dir das nicht passiert. Vielleicht kann Adi Tutoro dir was leihen. Ja, true. True that. OnlyFans wäre eine Möglichkeit. Ja, okay, das Geld ist jetzt wirklich knapp und ich muss jetzt zu anderen Mitteln greifen, um Geld zu verdienen. Frisch, frischer Hansis. Hansis Limonade. Kriegt der Leben auf drei. Sie kommt nicht klar mit ihrem Leben. Das stimmt, aber wer kommt schon klar mit seinem Leben? Real Talk, Freunde. Wer von euch kommt klar mit seinem Leben? Ich habe mir gedacht, das ist doch viel authentischer, wenn ich sage, dass ich pleite bin, weil ich einfach nicht gut kalkulieren kann. Warum zeigt sie auf Social Media ihren Kontostand her? Meine Eltern haben auch zu mir gesagt, ja, Hannah, du musst das nicht unbedingt posten. Aber ich denke mir, was soll ich tun? Ich mache nicht alles perfekt, ich mache wenig perfekt. Und deswegen kann ich das ja gern sagen. Ist das so verwerflich? Jetzt seid ganz ehrlich, hat das noch nie wer von euch getan? Einfach das ganze Geld ausgeballert. Nicht? Okay. Und jemand hat noch gefragt, was ich eigentlich arbeite. Ich habe bis vor einer Woche in einem Fitnessstudio gearbeitet. Mache gerade die Ausbildung zu einer Trainerin. Und jetzt, ein halbes Jahr lang, lebe ich von Social Media. Und ich traue mir das fast gar nicht sagen, weil da kommt wieder so viel Hate, dass das keine Arbeit ist, bla bla bla. Aber darum geht es heute nicht. Okay? 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 Und da hat er gefragt, wie ich so auf Pump leben kann. Vorausplanen ist nicht so mein Ding. Oh, und dann hat nur jemand gefragt, was auf der Speicherkarte drauf war. Der alte Besitzer hatte vergessen, seine Speicherkarte zu löschen. Das heißt, ich habe alle alten Bilder gesehen. Ich kann die Bilder natürlich nicht herzeigen wegen datenschutzrechtlichen Recht. Datenschutz halt. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt und habe meine Top-Bilder nachgestellt. Have fun. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und folgt mir auf Insta und aktiviert die Glocke und abonniert. Die Abmoderation war absolut genial. Ciao, ciao, Papa. Hab mich gefreut.